Hallo, ich bin Bob und ich begrüße das Team des Deutschen Schulpreis am Erich-Gutenberg-Berufskolleg in Köln. Wenn wir auf das Erich-Gutenberg-Berufskolleg schauen, haben wir 12 Bildungsgänge, die mit etwa 2300 Schülerinnen und Schülern im Moment so belegt sind. Unbedingt über das EGB muss man eigentlich wissen, dass wir eine Schule für alle sind. Wir sind sehr offen und wertschätzen, auch im Umgang mit unseren Schülerinnen und Schülern. Schönen guten Morgen zusammen. Es ist wieder unser Online-Tag und wir starten jetzt. Wechselunterricht ist für uns ganz wesentlicher Bestandteil. Wir haben hier eine E-Commerce-Klasse, duales System der Berufsausbildung. Und da gehört es eigentlich dazu, dass die ortsübergreifend, lernortübergreifend oder auch arbeitsplatzübergreifend mit anderen kommunizieren können. Die Möglichkeit, Wechselunterricht zu haben, finde ich ziemlich angenehm, muss ich sagen. Vor allem für Leute wie mich, die eben nicht gerade aus Köln kommen, sondern eine weitere Anreise haben. Auf jeden Fall spielt da Selbstkontrolle eine große Rolle. Also man muss auf jeden Fall auch die Lust haben und man muss die Motivation haben, dahinter zu sitzen und auch zuzuhören und mitzumachen. Also für uns sind digitale Medien im Unterricht total wichtig, weil wir einfach gerade auch als Berufskolleg wissen, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler für den Arbeitsmarkt vorbereiten und fürs Berufsleben. Und wir denken einfach, dass wir ihnen damit Vorteile auf dem Arbeitsmarkt erschaffen. Hier sammeln wir für Sie alle Informationen, die wir reinbekommen. Einmal zu Berufswahlveranstaltungen und dem nächsten Schritt unsere Ausbildungsbörse. Ich habe selber noch keine Erfahrung damit, Bewerbungen selber wirklich zu schreiben und auch abzuschicken. Deshalb hilft mir auch Herzmann bei diesem Thema. Die Beratung findet mit dem Ziel statt, dass die Schüler konkrete Hilfe bekommen bei der Suche und letztlich ja dann auch tatsächlich eine Ausbildung finden, die zu ihnen passt, die sie glücklich macht und die sie verfolgen werden. Ich übernehme direkt mal den Bildschirm, dass wir gemeinsam auf die Punkte gucken können für die kommende Woche. Unser JoFix ist quasi einmal wöchentlich. Da trifft sich das ganze E-Commerce-Team zusammen. Und dort tauschen wir uns in erster Linie immer über die kommende Woche aus. Und wir versuchen dann dort, den Stundenplan und Vertretungsplan abzuwickeln, dass auf jeden Fall keine Lücken im Stundenplan entstehen, sondern dass immer der Fachkollege präsent ist und dann auch einfach mal eine Klasse übernehmen kann. Wir möchten den Schülerinnen und Schülern eine Zukunft im kaufmännischen Berufsumfeld ermöglichen und die auf eine erfolgreiche Schiene setzen. Ich heiße Petro, ich komme aus der Ukraine. Ich bin hier seit 1 Jahr und 6 Monaten von der Schule. Ich werde sehr gut aufgenommen. Die Lehrkraft hier sind sehr, sehr, sehr gut, sehr quasi familiär. Was besonders ist an dem Berufskolleg hier, ist auf jeden Fall das digitale Angebot und auf jeden Fall, dass die Lehrer und die Schüler ein gutes Verhältnis miteinander haben. Macht es gut!